Hallo, Bracket hier mit GTA 2. Der Taschendieb hat schon ins Gras gebissen, der hat mich offscreen attackiert, mehr oder weniger. Aber er war da. Keine Angst, für die, die ihn vermisst haben, da war der Taschendieb am Anfang vom Speicherpunkt. In der letzten Folge haben wir ja relativ erfolgreich und mit relativ viel Raffinesse Aufträge von den Zaibatsu erledigt. Das ist jetzt vorbei mit dieser Folge. Ich werde jetzt auf brutalstmögliche Art und Weise Aufträge für die Zaibatsu erledigen. Und hoffentlich wird das genauso erfolgreich. Ja, also... Um zu sagen, es ändert sich nichts. Ich will weiterhin Zaibatsu-Aufträge machen. Die zwei gelben wenigstens noch versuchen. Weil die haben wir ja noch. Und danach mal gucken. Danach mal gucken. Also jede Fraktion hat ja zwei grüne, drei gelbe und zwei rote. Die grünen habe ich schon alle gemacht für alle Fraktionen. Die gelben habe ich teilweise versucht bei den Russen. Und bei den Zaibatsu habe ich einen gelben geschafft. Und der war eigentlich relativ angenehm. Der war lang, aber relativ angenehm. Also machbar auf jeden Fall. Und deswegen werde ich den Weg weitergehen. Links oder rechts? Ich bin immer für links. Rache. Hi, Gecko. Ich bin's, Uno K. Ich verticke legale Drogen zum doppelten Preis auf dem Schwarzmarkt. Das ist dann wieder illegal, ja. Wenn du bei dem Geschäft mitmischen willst, musst du dich mit Ziggy Pohl treffen. Ist das ein Stripper? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei Ziggy Pohl. Aber immerhin, ich kann jetzt einen offiziellen Z-Type oder Z-Type oder Z-Auto oder wie auch immer man das nennen will, das Ding, benutzen, weil ich bin ja im Auftrag der Zaibatsu unterwegs, deswegen gehe ich davon aus, dass der da für mich hingestellt wurde. Ja. Sorry für den, der wahrscheinlich, der Fahrer ist wahrscheinlich drin pinkeln und wundert sich jetzt, wo sein Auto ist, wenn er wiederkommt. Tja, hätte er halt mal besser abschließen sollen. Dann wäre das nicht passiert. Uppala. Das Ding, das Auto ist verdammt nochmal schnell. Ich habe gerade riesen Spaß beim Fahren schon. Oh, hallo Russen. Ziggy Pohl ist also ein Russe. Das ist zu offensichtlich. Besorg dir einen Kowski-Wagen und dann kommen wir ins Geschäft. Okay. Wenn die Kowski spitz kriegen, dass ich mit einem Z-Mann Geschäfte mache, bin ich ein toter Mann. Komm mit einem Kowski-Wagen wieder und dann werden wir was machen können. Das hast du schon mal gesagt, quasi. So, ich habe Polizei hinter mir. Ist mir aber egal. Ich habe ja diesen netten Trick jetzt gelernt, dass man mal kurz anhält und dann wieder losfährt. Und für den Notfall habe ich immer noch diesen Trick, indem man den Polizisten einfach mit dem Haufen fährt. Ja, das ist auch ein super Trick. Wenn ihr den noch nicht kanntet, hiermit habe ich ihn verraten. Ihr habt ihn hier gehört. Ja, das war ein blöder Move, Polizist. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mit mir Geschäfte machen. Ah, Bar, bestell Uno Karp, dass Kowski bessere Modedrogen haben wollen. Okay. Der neue Typ steigt die Karriere... Was? Soll ich euch nicht umbringen? Ich hab's immer umgebracht. Die wollten nicht mit mir handeln. Die müssen sterben. So. Aber Uno Karp schickt mich jetzt woanders hin. Mich und meine Polizeieskorte. Zu einem neuen Zaibatsu-Typ, der mir keine Probleme bereiten sollte. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal sehr gespannt, ja. Die Aufträge sind relativ fair von den Zaibatsu. Soweit ich das gesehen habe, also ich fand die letzten mal beiden relativ fair. Oh, bist du da am Bahnhof? Ja, anscheinend schon. Nein, danke. Oh. Hi, du musst Gecko sein. Willst du etwas mitziehen? Nein, na dann mach dich auf den Weg, okay. Also von dem habe ich bekommen, was ich wollte. Perfekt. Perfekt. Ihr wollt auch mit mir euch nicht anlegen. Weiter so, Gecko. Beim nächsten Dealer handelt es sich um einen hochrangigen Kowski. Er könnte dir einige Probleme bereiten. Immer doch, ja. Die Russen bereiten mir immer mehr Probleme. Aber bevor ich da hingehe, habe ich so das Gefühl, ich fahre hier unten nochmal durch. Nicht durch den Minenladen, nein, durch den Max Paint. Ich brauche neue Farbe. Blau ist einfach nicht meine Farbe. Blau war so letztes Jahr, also das ist... Ich kann mich da in einem blauen Auto sehen lassen. Nicht, dass die Polizei mich jetzt hier gestört hätte oder so. Nein, nein, auf keinen Fall. Okay, zu offensichtlich, ja? Ja, die Polizei hat mich gestört. Ich gebe es ja zu. Okay, wo muss ich hin? Oh, das war ein schlechter Move da, das Auto da so einzuparken. Da oben sind sie. Okay. Die müssen doch wieder sterben.
Ich hab, glaube ich, die Mission verstanden. Die Russen müssen sterben, die Zaibatsu dürfen leben. Ich drücke keine Kohle an Zaibatsu ab. Okay, sterbt. Das muss ich gar nicht lesen. Ah ja. Töte den Kowski-Schlaumeier und seine lächerliche Minigang. Erledigt, oder? Ja. Der nächste Dealer ist unberechenbar. Bleib also cool, Gecko. Ich bin immer cool. Oh. Oh. Einmal links vorbei, einmal rechts vorbei. Ich habe schon gedacht, die hätten das vielleicht nicht gesehen. Das wäre mir sehr entgegengekommen, wenn die das übersehen hätten. So, jetzt habe ich wieder das altbekannte Problem. Die Polizei hat mich nicht mehr gern. Und ich habe fast keine Lebenspunkte mehr. Was macht man in so einer Situation? Man fährt tief ins gegnerische Gebiet. Okay, nee, warte mal, die mögen mich schon wieder. Die mögen mich! Juhu, die Krishna. Krishna lächelt auf mich und so. Krishna mag mich. Wunderbar. Vielleicht sollte ich es mir mit den Russen gründlichst verscherzen. Damit ich dann es einfacher habe, ja. Bei den Krishna. Oh Gott, mach mal das Radio aus. Das ist ja unaushaltbar. Dieses Gestöhne hier immer. Ist das Leisure Suit Larry? So, wo muss ich hin? Hier irgendwo hin? Zu einem unberechenbaren Dealer. Der da oben steht, okay. Einfach genug, einfach genug. Ich habe meinen Flammenwerfer. 2,5 Herzchen. Und hier hinten, das ist Unbesiegbarkeit. Ja. Ich bin jetzt unbesiegbar. Nichts kann mich fertig machen. Hör zu, Mann. Ich werde überwacht. Ich kann nicht sprechen. Mein stummer Hiwi wird dir die Scheinchen geben. 5. Und ich mache doppelten Schaden. Das ist beim Flammenwerfer ziemlich nutzlos, weil der bringt ja jeden mit einem Schuss. Hey. Versuche hier keine krummen Dinger mit mir. Ich pass auf. Ich guck dich an. Ich bin unbesiegbar. Was soll mir passieren, ja? Komm, macht. Give me all your money. Nein. Ein erfolgreicher Job, Gecko. Der Kowski-Abschaum geht mir auf den Zeiger, aber du hast irgendetwas gemacht. Ausgezeichnet, Gecko. Du hast das Geld. Jetzt geh zur Kläranlage und klau einen Kowski-Truck. Okay. Okay, warum nicht? Gleich. Der Kowski-Truck hat geschmuggelte Brennstäbe geladen, die wir gebrauchen könnten. Stiehl den Truck und verpasse den Russen eine Lektion. Nichts lieber als das, Unokar. Nichts lieber als das. Allerdings habe ich noch eine Sache. Ups, was war das denn da eigentlich? Das ist wieder so eine Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Nicht schlecht. Ich brauche Lebenspunkte und Panzerung, bevor ich mich mit den Russen wieder anlege. Oh, das ist eine Sackgasse, oder? Ich kann vielleicht hier reinfahren. Na. Ah. Ich bleibe bei den Orten, die ich kenne, wo es Lebenspunkte gibt. Wichtige Regel. Wenn ihr wisst, wo es Items gibt, holt sie euch da einfach von da. Ja. Das ist quasi das Schuster bleibt bei deinen Leisten von GTA 2. Und ich weiß, da oben gibt es welche, weil wir haben es auch gerade schon auf dem Bild gesehen. Ich dachte, vielleicht kommen die noch näher. Aber dann nutze ich es nicht, da noch zu warten auf die Polizei. Ich will ja nur ein bisschen Ausrüstung haben. Und die Russen? Die Russen. Mit den Russen meine ich die Zaibatsu. Die Zaibatsu verteidigen mich ja auch. Ich bin ja ihr Freund. Das heißt, wenn die Polizei hier anrückt und mich will, werden sie die über den Haufen schießen. Schönes Gefühl, oder? So, wir haben Panzerung. Wir haben noch Flammenwerfermunition. Eigentlich ist alles in Ordnung. Damit, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.